Ja, weil den Namen hätte es zu Ostzeiten gar nicht geben dürfen, ne, weil der, also amerikanischer Name, ne, war. Und dann hat sie gesagt zu der hier vom Standesamt halt, ne, pass auf, ey, wenn ich den nicht Chris nennen darf, ne, dann nenne ich den Oi, komm her. Oh, schon, das ist mir scheißegal. Und dann ist es halt doch irgendwie durchgegangen, dass ich den Namen gekriegt habe. Oh, schon. Ja, das war geil. Okay. Aber so am Rande. Alles gut. Klar. Nee, läuft. Jetzt lass mal vorbei. Ich finde den hier geil, den Stuhl mit dem, mit dem Hämorrhoidenkissen. Geil. Ja, mit dem Hämorrhoiden. Ja, hallo, ich bin hier jetzt bei der BBS mit dem Chris Funke. Und ich würde sagen, er stellt sich mal kurz vor. Chris, woher kommst du? Wie alt bist du? Scheiße, Chris Funke, ich bin 44 oder ich werde diesen Monat 44 Jahre alt. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Thüringen, in der Nähe von Gera, aber wohne mittlerweile in Ingolstadt, wo der Audi gebaut wird. Ja. Und seit 18 Jahren ungefähr. Also seit 18 Jahren fährst du jetzt RTK? Nicht ganz. Ich fahre seitdem ich 30 bin, also 14 Jahre ungefähr wieder. Ich hatte eine Pause zwischendrin. Hm? Okay. Okay. Und du fährst jetzt nur Tourenwagen oder fährst du auch andere Klassen? Nein, ich fahre nur Tourenwagen, ich fahre nur die RCK-Serie und die RCK-Challenge und heute mal in Berlin. Ja. Mal anschauen, wie es hier so ist, was mir auch sehr gut gefällt. Mhm. Und es lässt sich eigentlich auch schön fahren auf der Strecke. Aber hauptsächlich konzentriere ich mich eigentlich nur auf die Challenge und auf die Serie. Mhm. Wie war so dein Werdegang? Mit welchem Auto hast du angefangen? Ich habe tatsächlich mit dem TT01 angefangen. Okay. Habe den natürlich auch voll aufgetunt, mhm, wie es jeder macht eigentlich, wenn er neu anfängt. Ja. Das Auto ist auch schön gegangen, muss man schon wirklich so sagen. Und dann kam es auf und ich glaube, mein zweites Auto war ein X-Ray T2. Ja. Der erste T2, der rauskam und dann den 007 und so ein bisschen diese X-Ray-Serie mitgemacht und die Cyclone-Serie mitgemacht und dann doch wieder auf X-Ray umgestiegen und mittlerweile beim über Tamiya beim Abusematics gelandet. Ja. Und du bist jetzt die letzte Saison oder die aktuelle Saison ja auch die RC-Klein-Serie gefahren? Ja, ich bin eigentlich mittendrin, will ich jetzt nicht sagen, eingestiegen, aber nicht von Anfang an. Mir hat das dann im Winter, letzten Winter, also nicht diesen Winter, sondern letzten Winter, habe ich mir das mal angeguckt, das Reglement, und das hat mir eigentlich schon gefallen. Ja. Ich hatte viele Ersatzteile oder Teile fürs Auto. Ein paar Sachen habe ich auch selber anfertigen lassen über Freunde. Und so bin ich dann dazu gekommen, habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich da ein bisschen reingekommen bin. Aber bis jetzt, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden und das Auto läuft auch sehr gut. Also er guckt jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zur Seite, es geht um den Wagen. Klasse, GT Sport war das? GT Sport, GT Sport, angefangen, wie er angefangen hat mit dieser Chassisplatte. Und in der kleinen Serie ist es ja, du kannst es kurz erzählen, also, du brauchst nur die Chassisplatte und alles andere ist freigestellt. Genau, du musst, also Pflicht ist die Chassiswanne, die musst du fahren, die ist Pflicht, die schwarze. Also die schwarze, nicht die blaue? Genau, es gibt auch noch eine Kohlefaserverstärkte, die ist auch nicht erlaubt. Okay. Ansonsten darfst du bei dem Auto machen, was du willst. Okay. Also du könntest was ganz Verrücktes draus bauen. Ja, also ihr seht, das Auto ist, was hattest du gemacht? Also im Prinzip, ihr seht ja nicht mehr Baukasten oder größtenteils nicht mehr Baukasten. Also die meisten, wenn jetzt Gentlemen fahren in Tamiya, die haben eigentlich das alles drin. Ne? Ja. Es gibt fast nichts von Tamiya noch, was ich einbauen könnte momentan. Es kommen noch ein paar neue Teile. Was ich jetzt selber angefertigt habe, sind diese Stabi-Halter. Die habe ich über ein JD-RC fräsen lassen. Sieht man, glaube ich, hinten. Ne? Ja. Das Aluteil hier, die zwei Aluteile, sind ja auch nicht Serie. Ne? Nein, das haben wir extra alles fräsen lassen. Also das sind wirklich von uns angefertigte Teile halt. Das ist und die Dämpferbrücken und hinten das Carbonteil, was diese Stifte von der Schwinge drin hält, das ist PSM. Auch vorne die Dämpferbrücke. Und die Dämpfer sind halt vom TRF 419X Baukasten raus. Ja. Also die SSBB Dämpfer halt. Mhm. Ja, und ansonsten ist kein Hexenwerk drin im Auto halt. Motor muss man ja fahren, den Rudermotor, den 17,5er. So wie er ist, habe Hobby wegen Regler drin und eine Expert-Servo, also das läuft. Also das war ja auch alles erlaubt, ne? Ja, musstest du war null Boost-Modus oder ist null Boost, du musst null Boost-Modus drin fahren. Mhm. Ja. Und du, wie läuft die Saison zurzeit? Also für mich läuft es mittlerweile sehr gut. Also ich habe fast nur erste und zweite Plätze. Ich komme wunderbar mit dem Auto zurecht, der ist sehr einfach zum Fahren. Mhm.
Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der besser ist als ich, darf er auch, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich komme mit dem Auto halt wunderbar zurecht. Also wie gesagt, Tabellenführung momentan, freue mich auch schon tierisch auf Hanau, wenn der Endlauf jetzt ist. Ja, ist ja bald, ne? Ja, ist im April. Genau, 4.5. Ja, April sollte das sein. Ja, nochmal zum Auto. Ne? Du hast jetzt die TRF-Dämpfer drin? Mhm. Okay, Querlenker hast du vom... Das ist TRF 417. 417, Kohlefaserverstärker? Die Y sind Kohlefaserverstärker. Also die Y-Variante. Genau, der C-Hub und der Lenkhebel, die sind vom 419X okay, raus. Okay, ja. Und der Lenkhebel dazu? Genau, dann hat er Doppelgelenkradanwellen drin von Tamiya. Ui, hier vorne. Ja, ja nur das Beste. Man muss wirklich die Achsen kaufen. Man kann diesen Alukäfig kaufen für die Doppelgelenk und die muss die 42er Halbwellen kaufen, weil das gibt es nicht als Komplettset. Okay. Also du musst es einzeln kaufen, du kommst nicht drum rum. Ja. Und hinten habe ich halt vom TB04 müsste das glaube ich sein, die schwarzen 42er Aluwellen verbaut. Mit vom 420er die Achsen jetzt. Achso, die Achsen hast du auch noch genommen. Genau, ja, weil die sind einfach kürzer vom Gewinde und dann reißt man halt auf dem Teppich halt nicht so auf. Deswegen habe ich die auch verbaut, jetzt die neuen. Karossen sagt man ja fahren, welche man möchte. Was ist so das? Du fährst hier eine Zoo. Zoo von Zoo Racing. Genau, Zodiac. Genau. Zodiac, ne? Ja, ist also das, ich habe. Ich habe genau 5 Karossen. Okay. Ja, es ist leider so. Ich habe vom Bruder vom die Corvette, ja, die Zoo Racing eine. Ja. Ich habe vom Bitty Design die Venom und von Exotec habe ich die letzte, die Zero P oder so heißt die, glaube ich. Mhm. Die habe ich auch noch. Und oder ich habe zumindest 2 Zoos, sagen wir es mal so. Ja, okay. Ich habe eine zum Fahren und eine zum... Ja. Zum Endlauf und Fotografieren, ja, ist die eigentlich gedacht. Okay. Welche ist jetzt so vom Fahren? Was ist total unterschiedlich. Ist total unterschiedlich. Ist wirklich, wir waren in Greizheim zum Beispiel, geht die Exotec sehr gut. In Markt Redwitz jetzt ist die Bitty Design gut. Okay. Also diese, die Zoo, die Bitty Design und die Exotec sind so die 3 Karos, die man eigentlich... Sollte man immer bei haben? Oder sollte man, wenn möglich, am besten? Haben, ja. Dann kommt man eigentlich sehr gut zurecht. Ja. Also lieber haben als brauchen. Ne? Also nicht haben, ne? Es gibt viele, die sagen, die müssen es nicht, aber okay. Ja, okay, wenn man halt, sagen wir mal, auf einem gewissen Level mitfahren will, kommst du um die 3 Karos eigentlich nicht rum. Okay. Was ist jetzt Hanau geplant? Also Chancen, du kennst vielleicht deine Gegner schon. Wer, ja, also, außer Max, ich weiß nicht, ob Max Mechler in deiner Klasse fährt? Nee, der fährt VDA. Ich habe Alexander Stocker bei mir. Okay, okay. Ich habe, sagen wir mal so, ich kann mit Alex sehr gut fahren. Also wir sind eigentlich alle beide auf dem gleichen Level. Mhm. Und da muss man dann auch sagen, der ist halt das bessere Ende, für jeden entscheidet es dann halt. Ja. Der Louis Kretschmer kommt auch noch, das weiß ich, der ist von Heilbronn, der ist eigentlich auch gut unterwegs. Ja, ja, genau, man, kenn den, ja. Ja. Und dann werden wir, der Kevin Kreft zum Beispiel ist auch nicht zu unterschätzen, also der kann auch ein gewisses Level fährt er schauen. Also es wird interessant, also ich freue mich auch drauf. Ich kann nur Vierter werden, wenn jetzt richtig gerechnet haben, aber, oder noch weiter hinten. Aber ansonsten, okay, ja, freue ich mich wirklich drauf, mit dem Auto da zu fahren, weil es dann wirklich auch schön geht. Also ich finde, es ist schön zu fahren, das Auto einfach zu fahren, von der Abstimmung her. Okay. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist zwar eine Preisklasse, wo man echt einen normalen Turnwagen kaufen kann, wenn man es jetzt einzeln zusammenrechnet. Ich hatte viele Teile gehabt, war es ein bisschen günstiger. Ne? Genau. Also, dann lassen wir uns überraschen. Hanau, 4.5. RCK, Kleinkram, Endlauf dieses Jahr. Mal sehen. Viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, danke schön. Vielleicht klappt es ja ohne die ersten 3. Ansonsten, Finale sollte auf jeden Fall möglich sein. Wir nehmen mit, was kommt. Alles klar, danke. Okay, merci. Ciao.
auf noch sowas. Ich habe die Marvel Collection zu Hause.